herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Erini, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute eingeschaltet hast. Heute geht's bei unserer Chakrenreise weiter mit dem Herzchakra. Es gab ja jetzt die letzten Wochen schon die Meditation im Wurzel-, Nabel-, Solarplexus-Chakra und heute geht's mit dem Herzchakra weiter. Das Herzchakra ist jetzt das erste Zentrum, das sich ein bisschen so über unsere, ich nenne es jetzt mal Alltagschakren, erhebt. Ja, also ich habe es ja schon durchbesprochen, Wurzel ist so wirklich Materie, alles, was sich manifestiert. Das Nabelchakra ist so die Identität, das bin ich. Und der Solarplexus ist eigentlich ich und die anderen, das heißt ich und mein Umfeld, ich und die Umwelt. Wie nehme ich was wahr? Wie nehme ich da gewisse Gefühle wahr? Wie kann ich gewisse Gefühle loslassen? Und natürlich auch mich abgrenzen im Solarplexus. Und beim Herz geht es dann darum, wenn diese unteren drei Chakren ganz stabil sind, dann geht das Herzchakra eigentlich von selber auf. Und das wäre wirklich so das Zentrum für Dankbarkeit, für Liebe geben und Liebe nehmen. Das heißt, Liebe empfangen und auch wieder weitergeben. Und Liebe nicht im zwischenmenschlichen Sinn, sondern das habe ich ja schon beim Solarplexus erwähnt, das sehe ich mehr im Solarplexus, sondern eher schon im Sinn von Lebensenergie, von fließen lassen. Und heute wollen wir dieses Zentrum und auch natürlich alles, was da körperlich dabei ist, so Herz, ein bisschen auch die Lungen nehmen wir auch dazu, obwohl man die natürlich zum Halschakra auch nehmen kann, dann den Brustkasten, also dass man da ein bisschen durcharbeitet und dass wir das beim Herzchakra gleich dazu nehmen. Und ein wichtiger Aspekt wird heute natürlich auch die Eigenliebe sein, dass ich so als Verbindung zwischen Herzchakra und Nabelchakra sehe, also zwischen 4 und 2. Und da werden wir heute auch hin meditieren. Es wird heute eine sehr, nennen wir es mal, sehr, sehr luftige, sehr blumige Meditation werden. Und ja, ich wünsche dir da viel Spaß und viel Freude dabei. Und dann kannst du gleich mal so deine Augen schließen und mal tief einatmen und auch wieder ausatmen und tief ein und auch wieder aus. Und um das Herzchakra zu öffnen und auch zu reinigen, brauchst du ganz viel Mut und Urvertrauen. Und deshalb fließt jetzt mal Mut, Sicherheit und Urvertrauen in dich ein. Und das löst jetzt mal so alle Anstrengungen und alle Verspannungen, alles Mühsal. Sodass du dich absolut entspannen kannst. Fast so, als würdest du dich in dein bequemes Bett legen. Nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag und alles fällt von dir ab und du kannst dich absolut entspannen. Und in dieser Sicherheit, in dieser Geborgenheit spürst du, wie sich dein Wurzelchakra wieder öffnet und gut erdet. Dein Nabelchakra richtet sich aus. Und auch dein Solarplexus entspannt sich. Und du spürst, wie die Energie zu fließen beginnt. Atme tief ein und wieder aus und lass diesen Energiefluss jetzt einfach geschehen und entspann dich.
Du bist heute zu dieser Reise angetreten, um dein Herzchakra zu reinigen, zu öffnen und auch mit deinen anderen Zentren zu synchronisieren. Und das Herz ist so ein Zentrum, das wird oftmals übersehen. Es ist ähnlich wie deine Verdauung, etwas, was ganz autonom schlägt. Du musst dich nicht auf deinen Herzschlag konzentrieren, dein Herz schlägt selbstverständlich von sich aus. Und der Impuls, der dein Herz schlagen lässt, diese Energie, dieser Antrieb, der auch dein ganzes Herz erschafft. In diesen Energiefluss tauchst du jetzt ein. Das ist so dieser Lebensfunken, der sich in dir, in deinem Herzen manifestiert. Und du tauchst ganz in diesen Impuls, diesen Lebensimpuls, in die Energie, die dein Herz schlagen lässt, in die tauchst du jetzt mit deinem vollen Bewusstsein ein und lässt dich hineinsinken. Und je tiefer und tiefer du dich in diese Energie fallen lässt, umso mehr spürst du, dass diese Energie unendlich ist. Und jegliche Beschränkung, jegliche Unsicherheit, jeglicher Druck und jeglicher Stress fallen jetzt von dir ab, während du in diese unendliche Energie sinkst. Du spürst jetzt, dass sich dein Herzzentrum energetisiert und du spürst, dass dieses Licht, diese Energie in der Höhe deines Herzens immer mehr anschwillt und größer wird und sich ausbreitet. Und mit dem Ausbreiten dieses reinen Lichts, dieser reinen Energie, fällt jeglicher Stress und Druck von dir ab. Du spürst eine tiefe Zufriedenheit und eine tiefe Liebe, während sich dein Herzzentrum, diese Energie, immer weiter öffnet. Und in dieser Energie ist das Loslassen von alten Themen, aber vor allem die Erneuerung, der Neubeginn und die innere Zufriedenheit. Und wenn du diese Zufriedenheit, diesen Frieden noch verstärken möchtest, dann kannst du das jetzt mit einem ganz einfachen Wort, nämlich mit Danke. Danke, dass du da bist. Und in dieser Dankbarkeit, in diesem Danke, dass du da bist, spürst du, dass sich diese Energie noch mehr ausbreitet, über deinen ganzen Körper fließt und Anspannungen und Unausgewogenheiten entfernt. Du spürst, wie diese liebevolle Energie immer weiter anschwillt
und Aspekt für Aspekt, Faser für Faser, Teil für Teil deines Körpers ausgleicht, reinigt und in die höchstmögliche Schwingung transformiert. Jegliche Verspannungen im Schulterbereich lösen sich auf und auch dein Brustkasten und dein Brustbein dehnen sich auf, werden weiter, bieten diesem großartigen Herz, dieser wundervollen Herzenergie, noch mehr Raum, um sich zu entfalten. Dort, wo dein Herz womöglich zu sehr in Ängsten feststeckt, zu sehr in der Materie verhaftet wird, dort löst sich jetzt diese Verhaftung. Und deine Herzenergie wird freigemacht. Das Wurzelchakra übernimmt ganz selbstverständlich alle irdischen materiellen Themen, sodass dein Herzchakra frei ist, um einfach im Fluss zu sein. Und höchste Liebe zu geben und auch wieder zu empfangen. Du spürst, je länger du diese Reise machst, umso mehr kommst du an einen Ort der Selbstheilung. Und der bedingungslosen Liebe. Und du spürst, dass diese heiligen Orte, der Ort, wo du Heilung erfahren kannst, wo du ganz du selbst bist, in dir existiert und nicht außerhalb von dir. Und du spürst, dass du dich auf diesen regenerativen Raum verlassen kannst. Dass du absolut sicher und klar in die Heilung deines Herzzentrums einsinken kannst. Und mit dieser Herzensenergie wird nun auch dein Herz berührt auf energetischer Ebene, sodass sich Bluthochdruck und Unregelmäßigkeiten im Herzrhythmus jetzt harmonisieren. Uralter Stress fällt von dir ab. Und du spürst einen tiefen Frieden und ein tiefes, angenehm wärmendes Licht. Und du spürst jetzt auch die Wiedergeburt, die Erneuerung deines Herzzentrums. Und nun ist es auch an der Zeit, Eigenliebe zu aktivieren. Und so fließt ein Strahl von deinem Herzchakra
Richtung Nabelchakra. Über den Solarplexus hindurch. Direkt zu deinem Nabelzentrum. Und du spürst, wie dieses Herzenslicht, diese bedingungslose Liebe, dieses Verständnis in dein Nabelchakra einfließt und wie sich so die Eigenliebe manifestiert. Jegliche Verletzung und jegliche Unterdrückung oder Verformung deiner Eigenliebe wird nun gelöst. Und du spürst jetzt eine tiefe Ruhe. Vielleicht nimmst du auch die Farbe Grün wahr, die Farbe der Heilung. Die jetzt durch dein System fließt. Beobachte, dass diese bedingungslose Liebe unendlich ist. Und je mehr du durch dich hindurchfließen lässt, umso mehr und schneller füllt sich das Reservoir wieder. Und nun ist es an der Zeit, dein Herzchakra, deinen Solarplexus, dein Nabelchakra und auch dein Wurzelchakra in die Schwingung der aktuellen Zeit zu bringen. Und du spürst, wie sich Wurzel, Nabel, Solarplexus, Herz synchronisieren. Und du spürst, wie du eine neue Kraft, eine neue Stabilität in dir erlangst. Eine neue Klarheit. Und in dieser Energie öffnen sich auch deine Schultergelenke. Und du atmest jetzt nochmal tief ein und wieder aus und spürst diese Geborgenheit und diesen Energiefluss. Und du spürst, dass jetzt Heilung und Heilsein nichts ist, was von außen gegeben wird, sondern was von innen zu dir kommt. Und in diesem Vertrauen lösen sich nochmal Ängste und Stress. Und du spürst, dass du völlig klar, frei und entspannt bist.
Du atmest jetzt tief ein. Und wieder aus. Und du fühlst jetzt, dass sich jetzt diese unteren vier Zentren harmonisch synchronisiert haben. Und dass ganz viel Altlasten von dir abfallen. Und durch diese bedingungslose Liebe, durch dieses wundervolle Herzchakra, können jetzt auch ganz neue Erfahrungen in dir wachsen. Und diese neuen Erfahrungen erfüllen dein Herzzentrum mit wundervollem rosarotfarbenen Licht. Und du bedankst dich noch einmal und erlaubst jetzt, dass diese gesamte Liebe durch dich hindurchfließt und sich in deinem Leben und auch im Leben derer, die du liebst, sich manifestiert. Spüre jetzt, wie diese Energie durch dich hindurchfließt. Und atme mal tief ein und wieder aus. Und bedank dich mal bei deinem Herzzentrum, bei deinem Herzchakra. Spür nochmal diese Eigenliebe, diese Verbindung Herz zu Nabel und auch deine anderen Zentren. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Streck dich durch und komm ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du dich gut wahrnehmen kannst, dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück. Lass diese Energie jetzt noch etwas nachwirken. Fühl noch mal rein, wie es sich anfühlt. Und vielleicht bist du etwas freier geworden. Vielleicht merkst du es auch jetzt beim Atmen, dass der Brustraum, der Brustkasten sich ein bisschen leichter anfühlt oder mehr Luft reingeht. Das kann da schon mal vorkommen. Und ich freue mich natürlich auf deine Erfahrungen, wie es dir gegangen mit dieser Meditation. Und lass mir das gerne mal in den Kommentaren hier. Und ja, beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem Halschakra. Und dann schauen wir mal, was da auf uns wartet. Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, teile das Video und ich freue mich aufs nächste Mal. Dein Oliver Jareni. Liebe Grüße und alles Gute. Tschüss.